Also Panzerfahren, okay. Aber schießen und kommandieren bin ich nicht so der. Also ich sitze jetzt bei einem Leopard auf dem Geschütz drauf. Okay. So, passt sie drin. Rohr. Okay, der fährt gerade los, ja? Ja, genau. Dann fahre ich hier durch die Mauer. Du kannst ja die Mauer umfahren hier. Okay, es wäre mal schön, wenn wir uns tatsächlich sammeln würden und koordiniert vorgehen. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Militärexperte, aber hier irgendwie einzeln immer wieder ins Frontfahrzeug rennen ist irgendwie kontraproduktiv, glaube ich. Macht Sinn. Warte mal. Ich sehe draußen nichts. So, fahr mal vor. Infanterie links. Panzer, bleib stehen. Ich sehe sie. Vernichtet! Nee, bleib nicht stehen. Rückwärts. Vorschlag, wir treffen uns auf den... Anti-Air ist vernichtet. Auf dem Hügel, wo wir zuerst beobachtet haben. Wir sind irgendwie beschädigt worden. Vor uns Infanterie, 3 Stück. Ich kann nicht so oft umschalten, dann habe ich wieder keine Hauptgeschütz. Gegen die Panzer, es geht ja hier in die Panzer jetzt. Oh, fuck, Hartmann, bleib ein bisschen stehen! Kannst du nicht zielen? Okay. Viel zum Thema, wir treffen uns. Wir fahren mitten in der Todeszone. Hörst du uns nicht eigentlich? Doch, aber Hartmann ist halt vor... Ich bin ja Schütze, was soll ich machen? Ja, dann Hartmann, wir sind beschädigt, ich kann nicht mehr drehen. Turm ist kaputt. Voller Rückzug. Hartmann, Rückzug. Ja, voller Rückzug. Krieg da. Ach, Menno. Von hier oben zu decken. Ja, wir brauchen... Mann, das bringt doch nichts, wenn wir andauernd da wieder reinrennen. Das ist doch wohl idiotisch. So. Wir brauchen einen neuen Panzer. Unsere ist auch, Engine ist auch beschädigt. Hartmann, du kannst zwar die kleinen Mauern umfahren. Du musst nicht außen rumfahren. Du hast einen Panzer, verdammt. Aber die kleinen Mauern halten mir auch eine RPG-Shell weg. Eine zumindest. So, jetzt rechts. Ich mach Kommandanten und Nebel ein bisschen. Ich nebel selbst! Ich nebel selbst! Bam! Schöne Nebelwand. Ja, hab ich mir gedacht, für euer Ausweichen wollte ich auch mal ein bisschen Deckung geben. Also ne, ich hab grad selber eine Nebelwand geworfen. Achso. Im Dorf müsste auch Nebel liegen. Also bis wir uns gesammelt haben, trete ich mal ganz kurz aus und piss gegen die Kette. Alles klar. Ich kann's Rohr nicht drehen, was soll ich machen? Südwestlich von Gravia. Auf dem Hügel. Kann uns irgendwer vielleicht einen Leo mitnehmen? Dass wir den dann wechseln, weil unser ist kaputt. Die nördlichen Eingänge vom Dorf mach ich mal mit Minen zu. Müssten eigentlich schon, aber halt mal drauf machen. Entschuldigung. Mahlzeit. Holz! Ja. Weil ich irgendwo eine Treffpunkt. Der Treffpunkt, ein bisschen weiter südlich müsstest du auf der Map den Panzer sehen. Ich hab markiert. Ja, genau. Gut. Und bitte irgendwer uns einen Leo mitnehmen, wer noch im Spawnpunkt ist. Also, dass ein Panzer mal schnell mit zwei, also eine Panzergruppe, wo zwei Leute drin sitzen, dass der Schütze dann auch sich schnell einen Panzer schnappt, den mitbringt und dann wechseln wir einfach das Fahrzeug. Oh, ich schieße jetzt mal eine... Ich schütze noch leer und dann hole ich mir auch was, dass ich mal mit nach vorne komme. Guck ich mir das Ganze mal an. Hat man links, rechts. Ich hab's eh auf der Karte markiert mit M. Siehst du eh da, wo der Ding ist, Deng. Ja, guck mal, es gibt ja diesen militärischen Sprachgebrauch, nenn ich's mal, ne? Das heißt dann Kopplungspunkt oder so, würde man eher sagen. Okay. Bei Treffen sagt man immer, kannst du deine Kumpels oder eine Nutte oder so. Oder den Feind. So, so passt schon. Hier, aussteigen. Schön, nicht zu treffen, ne?
Mal, wie viel habe ich davon noch, ey? Das ist ja hier. 23. Geil, ich kann hier auf dem Panzer mein Maschinengewehr auflegen. Jo, habe ich noch? Nein. Schau mal, Doc. 20 werde ich jetzt nicht verschwinden. Was? Was höher? Ich hab da mein Maschinengewehr aufgelegt. Armor Vertical Support. Schauen wir mal. Ich hab da auf jeden Fall Mine oben hingeballert. Ja, ich sehe schon, da geht was hoch. Ja, Explosion, da ist irgendwas explodiert. Okay, haben die Mine ja dann doch gewirkt. Wer lehnt denn da am Panzer? Ich hab mein Maschinengewehr aufgebuckt. Okay, die kriegen Fahrzeugunterstützung. Ja. Achtung. So. Shaker ist allein zu Fuß unterwegs, okay. Aber das Dorf ist natürlich... Was machst du, Shaker? Bist du voll abseits vom Schuss? Ich glaube, ich sehe da was. 337, 920 Meter. Und die Seite abschneiden. Machst du jetzt ein Ding, ein Scharfschützen? Positive Leopard A2, das ist, glaube ich, ein kaputter von uns. Ja, ist unser von vorhin, den wir aufgeben mussten. Dann kannst du bekämpfen, wenn du willst, dann geht er hoch. Kriegt der Feind nicht. Ja, der kriegt den sowieso nicht. Der versteht. Ach, das ist der, wo wir im Graben hängen geblieben sind. Genau. Okay. Gegen wen kämpft man überhaupt? Mal so als Frage. Ich meine, ich bin hier im Krieg, aber gegen wen kämpft man überhaupt? Gegen die andere. Gegen die anderen. Gegen die Österreicher. Genau. Hey. Man kämpft immer gegen die anderen. Passt schon als Begründung. Okay. Wer sind die Bösen? Warum? Die anderen. Weil was können. Weil was können. Warum? Wurde mir gesagt. Ach nee, befohlen. Jo. Oh, ich liebe Raketenartillerie. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz in die Konfiguration reingucken. Ich muss mal gucken, wie ich ihn hier aus dem Perspektiv. Boah, Alter, hat einen kleinen Steuer. Steuerungstastatur. Allgemein. Und Kamera. Nee, das ist bei allgemein, ne? Ach nee, an sich. Stromfall. Ach, Steuerung V. Ja, geil. Wow, fahr nicht zurück! Doc fährt er echt hinter mir, fährt einfach zurück. Ich würde mal sagen, guckt jetzt mal aufs Dorf, demnächst müsste da ein bisschen Artillerie ankommen, also Raketenartillerie. Mhm. Was hat denn Sasa da geschrieben? Hallo Sasa übrigens. Er hat geschrieben, hallo. Spam ist dumm und du bist raus. Ach Sasa. Achso, ja, Sasa, pass auf, zu viele Buchstaben einer Art, das, Boah, ich sehe, der ganze Dorf explodiert, ey. Hast du heute noch einen Schlaganfall? Hast du Cluster geschossen oder was? Überall im Dorf brennt's? Küsst erstmal an Bern. Nö, ich hab Titanraketen geschossen. Irgendwie gefühlte 10 Stück oder ja, so. Ja, die hat gewirkt. Ja, das ist Dorf so die eine Seite unter Beschuss gebracht. Oh, was war das? Irgendwie. Der Panzer hier wurde getroffen. Wurden wir getroffen. Warum? Von was? Keine Ahnung. Ist die bessere Frage. Okay, ich zieh mich mal etwas zurück. Der Schütze da rechts, wer ist bin das? Ich. Vergiss es. Die du kannst. Doc hat mich umgefahren. Die Kahn ist kaputt. Und Depp, du! Ja, hast du ein Glück? Jetzt bin ich, beschädigt, ey. Ich mach Selbstmord. Das war erweiterter Selbstmord, du Schwein. So. Ich hol mal nur einen Panzer. Mit einer Worten Amoklauf, ja? Doc fährt mich einfach um, ey. Ich will das sehen, ey, wie es vorne aussieht. So. Sag mal, gibt es eigentlich keine Reparaturkits hier? Ja, die Doch, kann man irgendwie nicht aufnehmen. Es müsste eigentlich gehen, aber man kann sie nicht aufnehmen. Das funktioniert Doch. Leider auch nicht so gut wie ein altes Live. Das ist leider. So. Okay. Erster Aufschlag an 5. Wir sind nämlich auch ein Panzer. Wir fahren alle hoch zum Treffpunkt, okay? Okay, wo schnapp ich mir einen Panzer? Du gehst zu dieser Karte. Du gehst zu dieser Karte, die da rumsteht. Open Port Panel und dann Tracked Vehicle. Dann den Tracked Vehicle Spawner öffnen, das ist so ein Unterstand. Lauf ich dann gehst du auf Mods und dann hast du da Puma und Leo. In Wald- und Wüstenlackierung, ganz da oben, was dir besser gefällt. Ich würde sagen, wir nehmen einheitlich Wald.
Also ist ja eigentlich wurscht. Nehmt mir bitte ein GPS mit. Ja, schon zu spät, bin schon unterwegs. Bei der falschen Karte. Das ist halt so ein Ständer mit Karte. Verbindung ist irgendwie weg. Wheeled Vehicles. Nein, Tracked Vehicles. Alter, ich hab nicht mal ein NPC-Magazin mit. Die Verbindung zum Server ist bei mir also richtig kacke, also die bricht gleich zusammen. Also bei mir, bei euch Jungs? Bei mir geht's. Ich hab halt Oma, das Leopard. Rote Connection Lost zum Beispiel. Ja, das bedeutet nichts, das kriegst du so oft in Arma, das hat echt nichts zu bedeuten. Und gelbe Kette ist schlimmer als rote. Und roter Schriftzug, Verbindung zum Server unterbrochen. Der ist hinüber, der Partner. Ja, wir brauchen einen neuen. Vergessen. Der Turm ist im Eimer. Das heißt, wir brauchen jetzt noch zwei Panzer. Ja. Also einen zumindest noch. Also wir brauchen insgesamt brauchen wir drei Stück, ne? Wir sind sechs Leute. Ich sehe den Feindpanzer. Ja, der ist auch kaputt. Der ist auch hinüber. Ups. Willst du bitte aufhören, mich die ganze Zeit hier... Fahrzeug zerstört. Ich will nicht als Loader, ich will als Fahrer rein. Ja. Vollgas. Fahrzeug zerstört. Ach so, über die Leitplanke komme ich jetzt. Ach, das ist Zaun. Über Zaun komme ich drüber. Oh, ja. Schießt der Panzer auf mich? Irgendwo? Boah, ja, bei dir schießt du was Großes, ich sehe es aber leider nicht. Kommt ihr jetzt noch mit zwei zu den Leos an? Oder? Ja, ne? Ja, ich komme sofort. Okay. Das ist die Infanterie. Nachladen. Ich lade mal Mehrzweckladung. Also bisher läuft unsere Operation noch nicht so erfolgreich. Nee, nicht so das Wenn du halt mit Kacknoobs zusammen bist hier, alles rekruten und dann gleich eine Front. Darum ist irgendwie scheiß Idee. Glaube ich, muss da zu Rockdogs mal ins Trainingscamp. Das hat der olle Adi schon damals versucht mit seinem Volkssturm, hat auch nicht so richtig gut geklappt. Du kannst mit den Leo auch Außer musst du wieder zu mir ins Camp, ins Bootcamp. Du kannst ja den Leo auch Zero. Naja, was heißt denn so Bootcamp? Leo vor Ort. Mal ganz auf unter uns gesprochen. Also die Sache von der Taktik und Vorgehen und so weiter, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe echt Probleme mit der Steuerung dieses Spiels. Das ist es, das ist das einzige Problem hier. Man kann nicht 1:1 umsetzen. Es ist einfach völlig für den Arsch. Und wieso drücke ich meine Push-to-Talk-Taste, obwohl ich gerade gar keine habe? Weiß ich nicht. Wow! Nee. Ja, ich auch nicht. Nee, es ist einfach die Steuerung, das ist für die Brause. Man kann das hier nicht so machen wie in echt, weil in echt sind das Handgriffe, die man macht. Und hier ist es irgendeine blöde Taste, die neben einer anderen Taste liegt, und wenn man die falsche drückt, passiert irgendwas ganz anderes. Das ist halt scheiße. Macht man Taekwondo, das passiert mir in altes Live-Film. Ja, das ist so ein Taekwondo, das machen voll viele Leute auf ihren Server, so ein Taekwondo oder so ein Aktionsskript, und das ist bei mir zufällig die gleiche Taste, wenn ich mich beim Laufen umdrehe. Ich laufe, wenn mich umdrehen, macht dann Taekwondo. Taekwondo. So, jetzt haben wir drei Leo vor Ort. Irgendwer bei mir ist Fahrer rein? Ich bin Fahrer bei dir, Rocktox. Okay. Okay. Wer braucht noch einen Fahrer? Also ich mache keinen Schützen, das damit ist zu schlecht. Ja, wer. Hast du er kommt Panzer? ganz links der Leo. Dann geht er als. Ich habe keinen Fahrer, der bei mir jetzt einsteigen wollte. Moment. Ah doch, ich habe einen Fahrer. Okay, alle drei Leos bereit? Wer fährt bei mir? Ich. Okay. Immer noch. Gut, jetzt wartet mal, Jungs. Schaut mal bitte alle auf die Karte. Ja. Leute, es fehlt noch wer. Es fehlt einer, Es sind 2,5 Panzer. Einer, der einfach nur blöd mitfährt und keinen Gunner hat. Okay. Hey, ich kann halt auch alleine, Warte, warten wir noch auf Skater, aber ich mach voll meine Taktik. Schaut bitte mal auf die Karte. Ja. Sollen wir gemeinsam vorrücken oder uns aufteilen beim Dorf? Geschlossen. Kette links. Okay, dann hätte ich gesagt, wir rücken. Heilige Scheiße. Ich mach die Wegpunkte. Oh Mann. Ja. Seitlicher Abstand, so etwa 50 Meter oder wie? Ah, größer 100 bis 200 Meter. Okay, also grobe Richtung Fabrik. Ah, wie konnte man das nochmal umstellen, die das ausschauen sollte? Das Symbol? Bild auf, Bild runter, glaube ich. Nein. Nee, doch nicht. Das
ging doch irgendwie, verdammt. Das war irgendwas ganz Einfaches.